Moin Leute, Goldpriester hier. Das neue Update Feuerprobe Nummer 2 ist da. Doch was hat sich verändert? Der Schwerpunkt liegt diesmal beim Battle Royale Modus Feuersturm. Dabei wurde das Beuteverhalten optimiert, die Interaktion mit Saves wurde überarbeitet und zahlreiche Grafikprobleme wurden gefixt. Konkret wurden im Feuersturm folgende Bugs gefixt. Wenn ihr im halbtoten Zustand am Boden liegt, konntet ihr manchmal nur in eine Richtung schießen. Ab jetzt könnt ihr euch wieder richtig in die Richtung drehen, wo ihr halt hinschauen wollt. Die V1 und Artillerieschläge zählen ab jetzt als Gadget-Kills. Die Signalpistole kann jetzt auch im Wasser verwendet werden. Außerdem wurde die Reichweite von Nahkampfwaffen und Granaten erhöht. Befindet ihr euch in einem Panzer und zoomt in die Map hinein, wechselt ihr jetzt nicht mehr automatisch die Waffe. Die Flächenartillerie wird jetzt durch eine rote Umrisslinie sichtbar gemacht. Des Weiteren friert eure Benutzeroberfläche jetzt nicht mehr länger ein, wenn ihr Gesundheitsgegenstände fallen lässt. Damit wird wohl die verbrauchte Spritze gemeint sein. Das Joinen in ein Squad über die Spielersuche sollte nun ordnungsgemäß funktionieren. Vorher hatte das manchmal einfach abgebrochen oder es wurde ein Fehlercode ausgegeben. Sollte ein Spieler die Interaktion mit einem Save unterbrechen, fängt diese jetzt wieder ordnungsgemäß von vorne an. Solltet ihr einen Spieler wiederbeleben, bleibt die Kamera jetzt auch in derselben Position. Außerdem können Spieler jetzt ordnungsgemäß abspringen, sobald die Absprungposition erreicht wurde. Solltet ihr jetzt zum Beispiel irgendeine Haustür öffnen, ladet ihr jetzt nicht mehr automatisch nach. Außerdem sollten die lootbaren Symbole jetzt nicht mehr durch Soldaten und Fahrzeuge sichtbar sein. Solltet ihr durch einen anderen Spieler getötet werden, wird nun die korrekte Waffe angezeigt. Das Wechseln von Waffenpositionen wird nun richtig aktualisiert. Außerdem wurde die Erkennung von Gegenständen verbessert, um Probleme mit Beutegegenständen in der Nähe von Zielen und Fahrzeugen zu vermeiden. Sollte ein Spieler durch einen Artillerieschlag getötet werden, wird nun das zugehörige Symbol dazu angezeigt. Die einnehmbaren Versorgungspunkte können jetzt früher eingenommen werden, und zwar noch bevor sich die Zone anfängt zu verkleinern. Dann wurden noch diverse Verbesserungen an der Map vorgenommen. Objekte wurden so editiert, dass sie jetzt weniger stören. Spieler können jetzt zum Beispiel nicht mehr länger in den Fässern bei der Hansenform stecken bleiben. Außerdem steckt ihr jetzt nicht mehr länger bei Eisenbahnschienen fest. Spieler können sich zum Beispiel auch nicht mehr hinter den Wasserfall südlich der Docks verstecken. Speziell bei Fahrzeugen wurde Folgendes verändert. Es wurde ein Fehler behoben, durch das die Spieler bereits Flugzeuge während der Startzeit des Spiels verwenden konnten. Außerdem ist das Ein- und Aussteigen bei Fahrzeugen jetzt deutlich flüssiger. Bei stationären Waffen trat manchmal bei Zoom ein schwarzer Bildschirm auf. Dieser wurde gefixt. Bei Waffen, Gadgets und Spezialisierung gab es folgende Änderung. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem das Ribereules Blendvisier falsch ausgerichtet wurde. Das Reflexevisier beim Gewehr 43 wurde verbessert. Außerdem wurde der Rückstoß bei der Brandgun erhöht. Der Schadensabfall der M1897 wurde um 1 Meter verringert. Das bedeutet also, die Schadensreichweite der Schrotflinte wurde reduziert. Bei Sturmgewehren und SMGs sind kürzere Feuerstöße jetzt besser zu kontrollieren und vor allem sind diese auch effektiver als längere. Zudem solltet ihr jetzt auch besser wahrnehmen, woher Waffen mit Einzelschüsse abgefeuert werden. Außerdem sollten Schussgeräusche von vollautomatischen Waffen auf größere Distanz jetzt besser hörbar sein. Dann gab es noch diverse andere Verbesserungen, zum Beispiel in Durchbruch, Frontlinien und in Luftlandung wird nun die Ticketrate wieder richtig angezeigt. Ein Delay-Bug, die ausgewählte Klasse verstößt gegen die Souveränen, wurde außerdem gefixt. Dann gab es noch einen Bugfix für einen Bug, der den Ausbildungsprozess beschleunigen konnte. Im Shop gab es außerdem noch einen Fehler, der besagte, dass ihr über zu wenig Company Coins verfügt, obwohl genügend Münzen vorhanden waren. Wie vorgesehen werden jetzt Spieler, die AFK sind, vom Server gekickt. Außerdem wurde das Haltungssymbol aus dem Einzelspielermodus in den Mehrspielermodus eingefügt. Damit wird wohl gemeint sein, dass ihr jetzt genau angezeigt bekommt, ob ihr gerade hockt oder zum Beispiel liegt. Dann gab es noch diverse Stabilitätsverbesserungen und Verbesserungen am DLS und am DX12. Wer die vollständige Changelog lesen will, findet den Link dazu in der Beschreibung. Dann gab es noch die neue Echtgeldwährung. Mit der neuen Echtgeldwährung könnt ihr euch unter anderem neue kosmetische Objekte kaufen, Elite-Sets und Zeitersparnis. Zu den kosmetischen Anpassungsobjekten ist noch zu sagen, dass ihr damit ganz regulär erspielbare Objekte kaufen könnt, aber auch neue epische Objekte, die es so noch nicht gegeben hat und nur als Company-Münzen verfügbar sind. Zukünftig werden dann auch wieder neue kosmetische Objekte in den Shop kommen. Elite-Sets sind individuelle Soldaten, die einen einzigartigen Namen und Hintergrund haben. Diese Sets bestehen aus einer thematischen Auswahl an kosmetischen Objekten und Charakterdialogen sowie einer besten Truppanimation. Außerdem wirst du noch zusätzlich einen Spezialauftrag erhalten, der den Elite-Soldaten zum Leben erweckt und eine neue Nahkampfwaffe freischaltet. Die Elite-Sets können sowohl im regulären Spiel als auch im Feuersturm verwendet werden. Die ersten zwei Elite-Soldaten sind Siamus und Ernst. Dabei spielen sich die Elite-Soldaten genauso wie alle anderen Soldaten und gewähren dir keinen Gameplay-Vorteil. Weitere Informationen dazu folgen in Kürze.
Zur Zeitersparnis ist noch zu sagen, dass es einen Stufen-Catch-Up und einen XP-Boost gibt. Die Stufen-Catch-Up schalten die aktuelle Kapitelbelohnung frei und sind halt eine Option für Leute, die keine Zeit haben. Und der XP-Boost erhöht die Anzahl der Erfahrungspunkte, die du durch das Spielen erhältst. Zu den Catch-Ups ist noch zu sagen, dass die WoW alle Items zum Beispiel aus der Feuerprobe freischaltet, ohne dass die XP dazu erfarmt werden müssen. Ab wann sind denn nun die Angebote verfügbar? Die kosmetischen Anpassungsobjekte und die Angebotsbande sind ab dem 4. April verfügbar und die Elite-Sets und die Zeitersparnis sind erst später verfügbar. Das Angebotsbundle-Starterpaket, was ja bereits ab dem 4. April verfügbar ist, enthält folgende Dinge. Einmal 500 Company Coins, Gazil Gesichtsbemalung in Selten, Nachteule Waffenskin für 4 Waffen, das wäre einmal das Sturmgewehr 1-5, Sten, KE7 und die Lee Enfield in der Kategorie Selten. Im Premium-Starterpaket sind 3500 Company Coins enthalten, dann noch ein Zerstörer-Achsen-Soldaten-Outfit-Skin in Episch, ein unbeugsamen Alliierten-Soldaten-Outfit-Skin in Episch und 2 Fahrzeugskins, einmal ein Skorpion-Skin für den Panzer IV in Selten und ein Eisfeuer-Skin für die Spitfire MKVA ebenso in Selten. Und dann noch ein Chromlack-Waffenskin-Set in Selten für 4 Waffen, das wäre einmal das Sturmgewehr 1-5, Sten, KE7 und dann wieder die Lee Enfield Nummer 4. Jo, das war's schon. Bewertet ruhig das Video und lasst ein Abo da, wenn ihr weiterhin Battlefield 5 Videos sehen wollt. Haut rein, euer Goldpriester. Ciao.